Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Rena und hier ist die 15. Türchen von dem magischen Adventskalender. Gleich, wir werden schauen, was beeinflusst vielleicht deinen Tag heute oder allgemein, was ist in deinem Leben passiert, nicht unbedingt heute. Aber ich sehe hier Fuchs. Und wenn ich richtig das anschaue, auf dem Glatteis, vorsichtig. Die schottische Legende oder Spruch oder Redeart oder Spruch gibt es eins. Nach gewisser Zeit, Fuchs traut sich nicht mehr ans Eis. Nicht mal sagt man egal. Das heißt, die Menschen gehen über Eis nur dann, wenn Fuchs sich traut. Und ich vermute, dass die Fuchs, das ist ein schlaues Tier, der beobachtet, der schaut, seine Aufmerksamkeit ist attraktive schon. Wenn du Weibchen bist, ist sowieso sehr schön, oder? Wenn du ein Mann bist, kann sein, du triffst heute so eine wunderschöne Frau, die so schlau ist. Wenn du eine Frau bist, aufpassen, schaut mal, egal Frau oder Mann bist du, ja? Aufpassen, wenn könnte sein, jemand dich möchte um die Finger wickeln. Wenn du möchtest etwas aus schlauer Art und Weise oder jemanden hintergangen, aufpassen, weil könnte dünne Eis sein. Das heißt, wenn Mensch möchte jemanden schlecht machen, er macht nur sich. Versteht ihr? Bricht die Welt zusammen für den Mensch, der das macht. Aufpassen. So. Opfergaben. Gleich lesen wir. So, die Erde und Nummer 14. Mein Gott, schade. Wäre gestern super. Heute ist die 15. Egal. So, darum zum Beispiel, wenn ich sehe diese zwei Karten, aufpassen. Bodenständig bleiben. Nicht versuchen, jemanden hintergehen. Und Nummer 14, das ist Mäßigkeit, das heißt langsam sich bewegen, langsam etwas, keine schnellen Schritte, keine schnellen Entscheidungen heute treffen, bitte aufpassen damit. Und wir schauen jetzt noch, was sagen die Karten Tarot, wie du dich heute verhandeln sollst. Natürlich schau, dass du feste Boden unter den Füßen hast. Das heißt, positioniere dich so. Hab keine Angst und schau, dass du, wenn du etwas Neues heute anfängst, überleg dir gut und schau von jeder Perspektive oder ob du richtige Entscheidung triffst. Glück ist schon an deiner Seite heute. Für neue Anfang und so weiter, aber vorsichtig. Erinnere dich, welche Erfahrungen du hast. Was hast du schon in deinem Leben erlebt? Sei weise heute, wirklich. So, und jetzt noch diesem Rauhnächte-Orakel. Opfergaben. Bringe, geben und nehmen in ein Gleichgewicht. Wo hast du zu viel gegeben? Wo hast du zu viel genommen? Ohne dich erkenntlich zu zeigen. Was hast du nicht beachtet? Was darf in die Balance kommen? In früheren Zeiten war es üblich, der lebendigen Natur etwas zurückzugeben, wenn man ihr etwas genommen hat, sodass alles fließen konnte und das Gute sich stetig mehrte. Man stellte den Ahnengeistern, den Hausgeistern, der wilden Jagd
den Tieren, über die sich an Ahnengeister zeigen können, Speisen und Opfergaben vor der Tür. Um die Geister zu ehren und den Segen zu mehren, stelle heute symbolisch Speisen vor deine Tür. Teile dein Brot und Wasser mit der Natur. Möge der goldene Regen des Segens zu all den Wesen in die Natur strömen. Ich danke euch für eure unsichtbares Wirken. Genau, diese Krafttiere, was wir ziehen jeden Tag mit euch zusammen, gemeinsam, die geben uns unsichtbares Wirken, die stärken uns, die lehren uns, die Natur komplett. Wir sind alle miteinander sehr eng verbunden. Nicht umsonst, ihr kommt auf meinen YouTube-Kanal. Wir haben hier ganz schöne Community. Wir kommunizieren miteinander. Wir sind miteinander verbunden. Auch die, die vorbeigehen und gehen weiter. Versteht ihr, was ich meine? Jeden Tag trifft ihr irgendwie welche Menschen. Und wir sind alle miteinander verbunden. Gibt's dich nicht, gibt's mich nicht. Wir sind alle eins. Ich hoffe, ich habe richtig erklärt. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Jetzt ist Schnee überall unterwegs. Mal taut, mal geht wieder zurück. Und so wie die Fuchs sagt, Vorsicht. Vorsicht, weil könnte etwas passieren. Ich habe leider Buch habe ich nicht hier. Ich weiß es nicht, ich möchte noch eine Karte euch ziehen. Noch eine zusätzliche. Ganz kurz, ganz schnell. Leider die kleine Kärtchen habe ich nicht. Aber ich ziehe jetzt, oh, Reisezeit steht. Aber leider Reisezeit. Wie kann Reisezeit jetzt sein? So, Reisezeit. Jetzt ist ein wunderbarer Moment, in eine Reise zu planen. Um eine Reise zu planen oder spontan eine zu unternehmen. Deine Seele sehnt sich nach frischem Wind. Ich habe verstanden. Schaut mal, egal, eingesperrt oder so, jetzt Reisezeit. Muss nicht unbedingt jetzt irgendwohin verreisen. Jetzt können wir nicht so viel planen, aber in den Wald gehen. Sehr schön. Spazieren gehen, frische Luft, frische Energie, irgendwie nicht weit weg, kann man irgendwo Umgebung abklammern, überall. So, meine Lieben, aber planen kann man schon, muss nicht unbedingt etwas buchen oder so, aber planen kann man wenigstens Verwandte besuchen oder so, wenn das irgendwo in der Nähe. So, meine Lieben, und Natur muss man wirklich etwas zurückgeben. Diese Kompost zum Beispiel, das ist alles nicht umsonst, das geben wir Natur wieder zurück, dass sie uns wieder, je mehr geben wir zurück, nicht verschwenden, desto mehr gibt uns Natur. Je mehr gibt uns Natur, desto mehr müssen wir geben. So, meine Lieben, alles Gute, alles Liebe und bis heute Nachmittag. Tschüss, Papa.